Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Left 4 Dead 2 mit Killer Conny. Hallöchen. Ja, wir machen eigentlich jetzt direkt weiter mit Sumpffieber. Das ist jetzt der zweite Level der Kampagne, oder? Genau. Okay, sollen wir los? Ja, let's go. Time to get wet. Okay, es ist so Vietnam-like. Ja, nur dass es ein normaler Sumpf ist. Ja. Aber mit dem. Geh nicht zu weit nach vorne. Ja, jo. Häng dich dran, Digga. Oh, da ist eine Axt. Und ein Molotow. Soll ich den Molotow nehmen? Ich war mal so frei, mir die Molotow zu schnappen. Okay, die Witch ist wieder da. Warte, ich kann sie okay, nicht. Okay, ich seh sie. Ich pack sie. Sie sofort weggefickt hast. Das ist das Schöne an der Witch, da gibt's auch so einen Charger. Boah, haut er wieder mich nach hinten. Und zwar kannst du bei der Shotty dich von hinten anschleichen, wenn sie sich dann umdreht. Einfach einen sauberen Headshot. Und dann hat sich das mit wir einem Schuss ihr den erledigt. Schädel weg. Genau. Ach, wieso rennst du mir auch dazwischen, du? Achso, hier gibt's gar Pfanne. Nichts. Hier geht's weiter. Okay. Ich hab da hinten was gesehen. Gut, okay. Ach, ich höre schon wieder den Sack. Immerhin, ich habe auch kurz auf ihn eingeschlagen. Wow! Brauchst du ein bisschen Wärme? Hier. So, die rennen schön rein, die Idioten. Das ist lieb. So. I'm a reload. Oh ja, ich glaube, jetzt kommt hier gleich ein großer Angriff, oder? Wenn wir schon in diesem Flugzeug drin sind. Vor allem höre ich einen Tank. Ach, und du hast noch die Tür aufgemacht, wunderschön. Ja, aber ich habe da draußen auch schön Dingsbums hingeschmissen. Oh, ich sehe den Tank. Ich sehe ihn. Das heißt, rennt er durch die Flammen? Ja, er rennt durch die Flammen und rennt. Aber lass uns jetzt zurückziehen. Renne, du Hure. Ja, komm, Coach, geh mir aus dem Weg. Der Idiot ist ins Wasser gesprungen, dieser Arsch. Der sich gelöscht oder was? Ja. Er ist klüger, als ich dachte. Wo ist er denn? Ich glaube, jetzt ist er tot. Ja, er ist tot. Eigentlich könnte man es doch so wie in 300 machen. Man könnte die ganzen Leichen aufeinander stapeln und damit schon den Abwehrball machen. Smoker? Danke. Okay. Geschenkt. So. Man könnte es auch wie 300 machen und sich hier in die Tür stellen und sagen... Wir fangen sie an dem Punkt ab, wo ihre Überzahl unwichtig ist. So wie zum Beispiel in der Tür. Uah. What the? Ist irgendwie dieser kleine geile Bengel wieder. Ich sehe da hinten einen. Alter. Ich hab einen Jockey getötet. Wo schießt du hin, Mann? Auf. Reloading! Muss laden. Der stand gerade auf dir drauf, ich hab's gesehen, Alter. Ich hab ihn im Flug, das kannst du machen, dass du im Flug rechts, also kurz bevor er auf dir landet, rechtsklick machst und dann kannst du ihn noch blocken. Das ist eine coole Sache. Wo? Was? Jo. Diese scheiß Bots, ey. Ich brauche Munition mal. Ich auch. Hier ist eine Chainsaw.
Da sind zwei Chainsaws. Willst du haben? Eine Auto-Shotty. Munition, Munition, Munition. Da schnapp ich mir doch eine. Und weiter geht's. Ich liebe es, 360 in Spielen zu machen. Außer in Modern Warfare 2, da ist es. Warum musst du mir ihn immer wegnehmen? Ich weiß nicht. So bin ich. Ach, ich höre ihn. Er ist vorbeigerannt, der Idiot. Ist das schon wieder? Das ist halt auch manchmal Stil. Wenn er so dich anvisiert hat, rennt auf dich los. In dem Moment siehst du ihn und machst 2 Meter. Gehst 2 Meter zur Seite. Machst einen 2 Meter Satz. Genau. Was ist denn hier passiert? Abgebrannt? Möglich. Und was ist auf diesem Klo passiert? Oder einige Scheiße. So. Ich geh scheißen. Nice. Und damit hatten wir, glaube ich, wow. Damit kriegen wir jetzt den Pokal für den flachsten Witz. Yay! In unserem heutigen Part. So, was haben wir im Magnum? Füße hoch, der Witz kommt flach. Genau, genau. Aber der Jockey muss sich dann ducken. So. Oh. Ey, jetzt bist du schon wieder vollgereiert worden. Ja. Die ist echt nervig. Diese olle Fütte. Wetten, die ist frustriert. Frustriert davon, dass sie keinen Mann abbekommen hat und kostet jetzt deswegen alle an. Und vor allem, sie hat ein Magengeschwür dadurch bekommen. Soll ich einen Molotow mitnehmen? Ja, das hört sich plausibel an. Da müssen wir mal drüber philosophieren. Genau. Und ob Boomer einfach nur fette Amerikaner sind oder was es mit denen auf sich hat. Ja, denke ich auch. Hey, there's a truck! Hm? So. Ich habe keine Munition mehr. Und ich bin kurz vorm Abnippeln, das ist ja bitter. Oh, ich nehme mal eine Spritze rein. Was ist das denn hier für ein? Dann nehme ich mir eine Shotgun, würde ich sagen. Ach, schon wieder die Fotze. So, du Bitch. Hinter dir. Gut, okay, jetzt hat sie dich. Hätte ich abgedrückt, dann hätte ich dich wieder getroffen. So, du bist einfach still. Stand still. Ich hab nur nicht so einatmen hören und dieses Standstill und ich hab gedacht, genau, sie hat ihn wieder geheilt. Ich habe die Tür zugemacht und dann musste sie abbrechen. Naja, ein bisschen Mitarbeit hätte ich hier beim Tank doch abnehmen können, oder? Also, du hättest doch ein bisschen noch was machen können da. Ja, ich war verhindert. Ich hatte da einen Termin mit 50 anderen. Also. Große Orgie, ne? Genau. So Zombies, da werde ich immer besonders geil. Ja, das ist übel. Übel geil, genau. So, heilen wir uns erstmal alle selber. Bist du da? Gut, du bist da. Und ich bin jetzt da. Mach immer alles kaputt. Bist du verrückt, ey? Schmeiß dir die Kettensäge an. Ich wollte kurz den Psycho was hängen lassen. Ja. Andreas. Halt, stopp! Das stopp. Ist meine jetzt Kettensäge! Ich. warum heile ich mich? Ich bin bei 83. Ist ja behindert. Da liegt doch eins, okay. Kannst du doch nicht machen. Ja, das egal, das, das lohnt sich nicht. Weil du, man wird immer nur um 80% geheilt. So. Das heißt also, wenn ich jetzt, dann bin ich auch nicht immer nicht auf 100, sondern knapp unter 100. Okay, let's go. Warte, ich mach noch ein paar Schädel kaputt. Ja, spiel ruhig. Ja, hau rein. So Präzisionsschüsse lieb ich. Look out now. Junge, warum treffe ich dich nicht, du Sack? Oh, Jockey.
Nein, doch kein Jockey. Das war einfach nur so ein Krabbelfiech. Wieso krabbeln die jetzt auf dem Boden rum? Das ist irgendwie die Spezialvariante für den Sumpf. Ah. Sie haben sich weiterentwickelt, hä? Evolutionsstufe. Ja. Evolution, genau. Die krabbeln jetzt durch den Sumpf. Willst du ein bisschen Heroin oder Liegt da eine Spritze rum, ja, oder? Ja, liegt eine Spritze auf dem Tisch. Ist ja logisch, dass die Drogen nehmen hier, die Sumpfbewohner. Die können es ja wunderbar. Jockey. Komm her, du bist. I like this pill. Och, jetzt kommt er wieder auf mich. Nice. Ja, ich bin halt viel zu anziehend dafür. Ach, das. Alte Ho. Yep. Ich höre sie schon wieder. Reloading. Eine Bitch? Wieder heulen, ja. Jetzt hab ich die schon wieder angeschossen. Reloading! Shoot the Mudman! Shoot the Mudman! Ich schau doch mal zu, ja, so. Viel Spaß. Okay, ich guck mal, ob ich die klatschen kann. Ach, ihr Judas-Kinder. So, let's see. Okay, erledigt. Ich geh mal auf Nummer sicher und hol ein paar Kugeln rein. Oh. Achtung! Sehr schön. Wieso hat Rochelle den jetzt erwischt? Hey, vielleicht hat sie irgendwie den längeren. Das Bild ist natürlich auch wieder genial. Was hat sie? Vielleicht hat sie den längeren und hat davon jetzt einfach Gebrauch gemacht. Ja, das kann man ja nie wissen. Okay, sie hat eine AK in der Hand. Ja. AK ist natürlich deutlich cooler. Das ist ein langer Stängel, ja. Ist natürlich cooler als M16. Ja. Du Sackgesicht. So, den habe ich jetzt nicht. Weil ich ihn dir vorbereitet habe. Ja, die Vorlage war genial. Was? Ja. Die Kettensäge. So, den hier. Laser Sights. Awesomeness. Reloading. Ich heil mich mal. Da ist nämlich ein Health Pack drin, deswegen. Auch wenn sich so überhaupt nicht lohnt, mach's. Es lohnt sich ja aber, weil dann habe ich wieder 96% und noch ein Health Pack. Also, lohnt sich doch irgendwie, oder? Ja. Ach komm schon, scheiß Kotzerei hier. Gib mir auf den Sack. Reloading! Reloading! Boah, wie du ihn hingerichtet hast, ey. Das geht so nicht, wir sind hier in Deutschland, ne? Ja. Ey! Bei den Amis. So. So, jetzt heißt es mal ein bisschen angehört. Das ist hässlich. So, alles erledigt. Das geht nicht. Jo. Reloading. So, noch zwei Schüsse in den Hinterkopf, dann ist es gegessen. Da ich für den einen die angeschmissen. Genau, lassen wir doch die Brücke hinunter. Herunter. Spitter laut hat Schmerzen. Da hinten ist er. Ich sehe die Fotze, ich sehe sie, ich sehe sie. Ja, ich hab ihn. Let's go. Uah. So. Es wird aufs Maul gegeben. Lass uns schön durchrennen. Durchrennen? Und was mit unseren KI-Kollegen? Die sind zu dumm, um durchzurennen. Die nehmen wir irgendwie mit. So, Shell ist da, aber Coach ist da hinten. Beweg dich, Coach. Was machst du, du? So. Das ist auch so ein Boomer. Der Coach. Setzen Sie Ihre leergeschossene Waffe. Wo denn? Ja, das will er, hat er mir auch gesagt. Ah, AK. AK. Hier noch eine? Nicht. Oder hast du sie gerade wegge? Gibt's noch aber eine AK? Die M16 hat noch ein Laservisier. Ja, da liegen. Da liegen. Jetzt, ja, da ungefähr. Ne, warte mal, jetzt hatte ich gerade die AK. Ah, ich habe eine mit Laservisier. Eine AK okay. Mit Laservisier? Ja. Nice. Ja, warte, dann bleibe ich bei meiner Schotti. Nehm aber eine andere Nahkampfwaffe, wenn hier noch eine rumliegt. Tut sie nicht.
Okay, dann lass uns mal bewegen. Ich habe keinen Nerv mehr auf diese Zombies. Jetzt habe ich gerade keinen Plan, wo wir... Lass uns mal bewegen. Abmarsch, Abmarsch, Abmarsch. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Du killst sie aber auch immer nur an dem Häuschen, ne? Ja. Toll, jetzt habe ich da nur noch 17 Schuss drin. Dann war das wahrscheinlich eine weggeschmissene AK von unseren Kollegen. Rochelle, du bist scheiße. Oh, ne Nutte. Da oben ist Safe Room. Yeah, man. So, Coach und Rochelle sollen sich mal beeilen. Wenn jetzt nämlich noch ein Tank aufkreuzt, haben wir gelitten. Reloading. Hast du es gehört? Hey, I need everybody inside now. Was habe ich gehört? Ach, das war nur ein Boomer, also rein wir uns. Gut. We are right damn good team. Ey Gott. Naja, egal. Und das war jetzt, glaube ich, das dritte Level, oder? Nee, genau, dann ist das wieder ein Part gewesen. Was bedeutet, dass wir uns im Finale im nächsten Part wiedersehen. Genau. Heißt also, wir sagen bis dahin adieu. 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 Mes amis. Schwule Franzosen. Okay, bis denne. Bis dann.